Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu einem neuen Format auf diesem Kanal, nämlich mit meine Top 10. Ich werde in Zukunft unregelmäßig natürlich, wie es halt gerade so passt, meine Top 10 Science, Filme, Bücher, Musik, ja, sowas es halt alles Top 10 gibt, werde ich hier jetzt ab und zu mal machen. Und heute habe ich mir gedacht, ich fange mit meinen Top 10 YouTubern an. Und ja, bevor ich jetzt hier lang rumrede, ich werde zu jedem YouTuber ganz kurz was erzählen. Wirklich nicht viel. Es ist kein Faktenvideo, es ist einfach nur meine persönliche Meinung. Ja, und deswegen fange ich jetzt an und werde euch meine Top 10 mal aufzählen. Auf Platz 10 sehen wir hier Gronkh. Kennt jeder, weiß jeder, was er macht. Gronkh, durch seine ganzen Let's Plays, durch alles, was er auf YouTube gemacht hat, der Urvater der deutschen YouTube-Geschichte sozusagen. Und deswegen verdient er Platz 10. Ich schaue ihn ab und zu, gibt nichts, was ich an ihm auszusetzen hätte, aber er kommt leider nicht höher in meiner Rangliste. Ja, war auch ganz schwer für mich, eine Rangliste überhaupt zu machen. Deshalb Platz 10, Gronkh. Und auf Platz 9 haben wir Revi. Revi habe ich früher so gern geschaut, so oft, wie sie noch im, ihrem, auch wie hieß es, Büro mit Sturmwaffel und die Däner und wer war noch dabei? Ja, keine Ahnung, auf alle Fälle, ihr wisst die Zeiten, die ich meine. Da habe ich Revi so unfassbar gern geschaut. Und auch seine ganzen Minecraft-Videos, ich schaue sie heute noch, richtig lustig, man hat immer was zu lachen. Gerade die Rages von Revi, einfach legendär. Deswegen Revi auch verdienter Platz 9, meiner Meinung nach. Dann auf Platz 8 haben wir den guten Onion Dog. Werden nicht alle kennen, nehme ich an. Er macht Reviews zu Trash-TV, denn ich schaue unfassbar gern Trash-TV. Und nachdem ich da was angeschaut habe, gehe ich sofort auf den Kanal vom guten Onion Dog und schaue, was er zu der aktuellen Folge, was gerade läuft, sagt. Ja, ich muss gestehen, ich schaue echt gern Trash-TV. Deshalb ist auch der Onion Dog einfach auf Platz 8 in meiner Rangliste. Und auf Platz 7 habe ich die Rocket Beans. Hier seht ihr sie. Die Rocket Beans schaue ich, oh Gott, seit YouTube, Twitch und was weiß ich, schaue ich Rocket Beans extrem gerne. Und ich finde es auch unfassbar, was sie teilweise für Formate rausgebracht haben. Ich bin auf die Rocket Beans gekommen durch ihre Pen and Paper. Hat mich meine Schwester damals dazu gebracht, dass ich mir das mal anschaue. Und ja, was soll ich sagen? Danke, Pandaria, dass du mir die Rocket Beans damals gezeigt hast. Und sind für mich verdientermaßen auf Platz Nummer 7. Kommen wir zu Platz Nummer 6. Und da haben wir Montana Black. Wie ihr es schon gesehen habt in einigen Videos, ich habe ja auch Monte Merch hier zu Hause. Ich trage ja ab und zu das Get On My Level T-Shirt. Ja, könnt ihr ja drauf schließen, dass ich Monte-Fan bin. Trinke ja auch sein Gönnergy ab und zu mal. Montana Black habe ich damals geschaut wegen seinen Vlogs. Und schaue mir heute auch noch sehr gern seine Livestreams an tatsächlich. Meistens schaue ich mir dann Zusammenschnitte an. Und ja, für mich Montana Black damals durch seine Vlogs und auch durch sein Gameplay auf Twitch, auch durch seine Rages und so weiter. Ihr kennt ihn. Man kennt ihn, genau, deshalb ist er mein verdienter Platz Nummer 6. Und auf Platz 5 möchte ich jemanden der Rocket Beans hervorheben, nämlich den guten Nils Bromhoff. Wie ihr wisst, Leute, ich mache ja öfter mal so schlechte Wortspiele und ich kenne niemanden außer Nils Bromhoff, der es mir gleich tut in seinen Videos. Ich feiere seine Wortspiele, ich feiere seine Videos, ich feiere seine Livestreams. Es ist für alle etwas dabei. Er hat einen Unterhaltungswert, einen wiedererkennbaren Unterhaltungswert. Jeder, der Nils einmal gesehen hat, der muss ihn einfach lieben und deshalb, er hat auch viel mehr Abos auf YouTube verdient. Ja, für mich aber der verdiente Platz 5 und ich wollte ihn auch extra herausnehmen und nicht in die Rocket Beans mitstellen, weil ich tatsächlich viel mehr Nils Bromhoff Videos schaue als die Rocket Beans zusammen aktuell und auch schon die letzten ein, zwei Jahre. Ich weiß gar nicht, wann er seinen YouTube-Kanal so aktiv gestaltet wie aktuell. Er lädt ja alles hoch, was er streamt und ja, genau, ich feiere es. Ich feiere es einfach und deshalb ist er für mich aus den Rocket Beans nochmal jemand herausgenommen und auf Platz Nummer 5. So, jetzt kommen wir langsam den oberen Plätzen entgegen. Wer wird da wohl sein? Auf Platz 4 habe ich den guten Voucher. Ja, Voucher ist ein Let's Player, spielt überwiegend, oder ich glaube fast nur Survival Games. Survival Games, Aufbauspiele, ja, so in die Richtung wie Medieval Dynasty. Und durch Medieval Dynasty kenne ich auch Vouchers Kanal erstmal, weil ich damals selber nach Let's Plays geschaut habe. Ja, und er hat so eine beruhigende Art. Er macht's alles mit einer Ruhe. Da können sich einige eine Scheibe von abschneiden. Ich ja auch manchmal. Manchmal bin ich auch nicht ruhig.
Und deshalb ist er bei mir einfach, gerade wenn ich in der Früh aufstehe, mache ich mir meinen Kaffee, mache YouTube an und schaue wirklich fast nur Voucher. Ja, deshalb Voucher für mich auf Platz 4. So, dann sind wir ja schon bei den Top 3 angelangt. Und auf Platz 3 habe ich den guten Lord Pappnase. Lord Pappnase kenne ich durch Gothic. Wie soll es auch anders sein? Lord Pappnase, das Gesicht in der deutschen Community zu Gothic, meiner Meinung nach. Jeder, der Gothic kennt, kennt eigentlich auch Lord Pappnase. Er hat auf Twitch, er hat etliche Speedruns gemacht. Er war bei den Rocket Beans zu Speedrun-Dale. Hat dort Gothic 1, 2, 3 gespeedrunnt und auch Risen 1. Ich weiß jetzt gar nicht, ob er Risen 2 auch gespeedrunnt hat. Was nennt man es überhaupt? Gespeedrunnt? Auf alle Fälle wisst ihr, was ich meine. Der gute Lord Pappnase durch Gothic, durch seine Gothic-Content, auch durch seine Gothic-Videos auf seinem Kanal, ist bei mir verdienter Platz 3 und hat somit die Bronzemedaille verdient. Kommen wir nun zu den Top 2. Auf Platz 2 ist der gute und Dougie LP. Ja, Dougie LP ist bekannt dafür, dass er Hogwarts in Minecraft im Survival-Mode nachbaut. Mit Minecraft kann ich selber nicht viel anfangen. Ich habe es auch mal gezockt, aber ich kann damit nicht viel anfangen. Aber ich schaue es mir unfassbar gerne an. Egal bei wem. Also Minecraft-Videos, ich schaue sie mir echt gerne an. Und dann bin ich damals auf Dougie LP gestoßen. Allerdings nicht wegen seiner Minecraft-Videos, sondern wegen seinen Fakten-Videos zu Harry Potter. Und war auch in der Anfangszeit, wie ich YouTube angefangen habe mit meinen Faktenvideos zu Pokémon, auch so gewissermaßen ein Vorbild, wie ich meine Videos mache. Ja, also was heißt, wie ich meine Videos mache? Wie ich meine Videos mache, wusste ich ja, aber er hat mich einfach inspiriert mit seinen Faktenvideos, dass ich auch gesagt habe, ja, ich mache jetzt Pokémon-Faktenvideos. Also er ist mit ein Grund, warum ich mit YouTube angefangen habe. So, und jetzt, ja, könnt ihr es noch erwarten? Könnt ihr es noch erwarten? Ich will euch nicht länger auf die Folter spannen. Platz 1 und die meisten von euch werden es wissen. Ich habe es öfter erwähnt. Durch ihn bin ich zu YouTube gekommen. Er war der Erste, den ich auf YouTube gefolgt habe. Ich bin durch einen Kumpel drauf gestoßen, der gesagt hat, schau dir mal den auf YouTube an. Ich so, ach, diese ganzen YouTuber. Ich glaube, vor 8 Jahren war das. Und da bin ich auf den Kanal von Hand of Blood gegangen und habe mir sein Gothic 3 Let's Play damals angeschaut. Und ich feiere Hand of Blood einfach so dermaßen. Er ist witzig, er ist einfach, er hat ein Talent, er hat Comedy, er hat alles. Hand of Blood kann und hat alles, was man sich für so eine YouTube-Karriere wünscht. Und deswegen auch für mich der absolut verdiente erste Platz. Also da gab es für mich gar keine Frage. Also ich könnte jetzt noch ein paar YouTuber aufzählen, wo ich mir echt nicht sicher war, nehme ich sie mit rein, nehme ich sie nicht mit rein. Da wäre unter anderem der gute Lennificate, macht Pokémon-Content, habe ich jetzt nicht mit reingenommen. Sturmwaffel, habe ich damals auch geschaut. Guten Morgen Internet, wollte ich auch irgendwie mit reinnehmen, aber ich habe mir gesagt, nein, ich mache eine Top 10 und deswegen sind hier meine Top 10 nochmal schön aufgelistet für euch, Leute. Und ja, damit war es das auch schon wieder mit dem Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Hier mal meine Top 10. Einfach mal, dass ihr auch ein bisschen was von mir kennenlernt, was ich so schaue. Und ja, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr mir gerne mal einen Kommentar schreiben, worüber ich noch meine Top 10 machen soll. Ja, ich werde natürlich auf die Kommentare eingehen. Wenn ihr, ich mache es jetzt so, jeder Kommentar, der mir vorschlägt, über was ich die Top 10 machen soll, werde ich machen in Zukunft. Natürlich nicht sofort, nicht in einer Woche, aber es wird kommen. Alle Kommentare unter diesem Video werden als Video kommen mit euren Vorschlägen zu meiner Top 10. Und damit, ich bedanke mich fürs Zuschauen bei euch. Gebt mir gerne ein Like, wenn euch das Video gefallen hat. Und ja, wenn ihr wollt, könnt ihr mich auch abonnieren. Hier müsste eigentlich das Symbol sein, wo ihr einfach nur draufdrücken müsst. Und so könnt ihr mir euer Abo schenken, wenn ihr wollt. Aber müsst ihr wissen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen, Leute. Macht's gut, habt einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Servus!